möchte ich allen anderen Beteiligten, den Planungsbüros, den bauausführenden Firmen, der Bauleitung, nicht zuletzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung danken. Bei einem so großen Bauvorhaben müssen Engagement, Teamgeist, Flexibilität und vor allem Geduld Hand in Hand gehen. Zeitverzögerungen, Lieferengpässe und etliches mehr sind zu bewältigen. Dass Sie den geplanten Eröffnungstermin eingehalten haben, ist ein Meisterwerk und darauf können Sie alle stolz sein. Ich als Bürgermeister bin es natürlich auch. Meine Damen und Herren, die Verkündung einer weiteren Neuheit bei unserem Hallenbad möchte ich nicht länger herauszögern. Die Verwaltung hat mit Hilfe einer Werbeagentur einen Namen für unser neues Hallenbad erarbeitet und ich präsentiere Ihnen nun stolz diesen Namen. Er lautet, was? Nee. Er lautet Gelobad. Wir haben ein Gelo-Karree in Geilenkirchen. Gelo ist der Gründer der Stadt Geilenkirchen und ist eine kurze Bezeichnung, einprägsam, einfach Gelobad. Sie haben das Blatt der Ratsentscheidung am 6.1. 2014 auf den Weg gebracht und damit Sicherheit in die Stadt Geilenkirchen eine Kontraste. All das waren Ideen, die Herr Pütz hier in das Projekt mit eingebracht haben. Also entdecken Sie diese besonderen Details. Meine Damen und Herren, Architektur kann nur entstehen durch Handwerk. Einige Handwerker habe ich hier gesehen. Handwerk gibt dem Haus Dauerhaftigkeit und Qualität. Erstmal an Ihren Bürgermeister überreichen. Herzlichen Dank. Also das ist schon der neue Gelobad-Schlüssel mit dem Logo und den muss der Herr Bürgermeister jetzt erstmal verwalten. Um die Ecke klappt es nicht. Erstmal die Plastik, Dinger da oben abgemacht werden. Linke Seite hat geklappt. Anderthalb Stündchen ist auch die rechte Seite dran. Herr Kersebohm, passen Sie auf, das Ihnen natürlich am Kopf. Nee, ist gar nicht so tief. So, da haben wir den Namen. Einsegnen darf. Viele haben sich auf das neue Bad gefreut und bei diesem Wetter tut uns das kühle Nasse sicher ganz gut. Wo können wir ein Bild machen? Ja. Dann, ja, nach da gucken am besten. Er hat gesagt, das ist egal, das probieren wir aus. Und ich gucke dann neugierig, aber warum klappt denn nicht? Und ist der Schlüssel zu groß? Wunderbar. So, dann müssen wir das jetzt auch noch packen. Die Lichtverhältnisse sind besser. Darum haben wir jetzt gewechselt. Vielleicht nicht. Sobald der Pistolenschuss kommt, springt Winter rein. Also noch nicht. Ich versuche mal bis drei zu zählen. Soweit müsste ich noch kommen. Also, liebe Leute, jetzt 1, 2, 3.
sehr schön warm. Hier ist es aber sehr schön warm. Hat die Wahl schon wieder.